Wir freuen uns, dass wir heute wieder einen wunderbaren Gast bei uns begrüßen dürfen. Und zwar ist Karl heute mit bei uns dabei. Hallo Karl, möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen? Hi, ja gerne. Danke, dass ich erstmal da sein darf. Ich bin Karl Bussig. Ich bin seit Anfang September ein FEJler hier am Fraunhofer IZM. Ich arbeite als Teil der Gruppe Sustainable Networks and Computing innerhalb der Environmental and Reliability Engineering Abteilung. Ja, und schön, dass du heute mit dabei bist. FÖJ, also freies ökologisches Jahr, Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Computing. Das ist auch genau das Thema, was wir heute gerne mit dir besprechen wollen würden. Dazu haben wir natürlich wieder, as usual, drei Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich fange Super. einfach mal mit der ersten Frage an. Ja, schön, dass du ready bist. Wunderbar. Die erste Frage wäre nämlich, was ist denn Sustainable Computing? Ja, also bei Sustainable Computing geht es um den Verbrauch von Computerressourcen in einer Weise, die bedeutet, dass die Auswirkungen auf die Umwelt sehr gering sind. Das kann bedeuten, die energieeffiziente und umweltfreundliche Nutzung von Computern und anderen Datenverarbeitungsgeräten und Einrichtungen. Für den einzelnen Verbraucher kann Sustainable Computing einfach eine Art Datenhygiene bedeuten, wo man mit der persönlichen Datennutzung bewusst umgeht, um den Energie- und Bandbreitverbrauch zu reduzieren. Okay, ja, ist immer ein spannendes Thema. Ich finde, man hat auch selber als digitaler Nutzer oft auch gar nicht das Gefühl, dass das, was man da macht, irgendwie auch so eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Aber deswegen umso besser, dass man sich das auch mal bewusst macht. In der zweiten Frage würden wir deswegen gerne noch mal wissen, auf welche drei Dinge muss ich denn achten, wenn ich jetzt Sustainable Computing betreibe oder einsetze? Um Sustainable Computing einzuführen, ist es erstmal wichtig, mit einem nachhaltigen Design zu beginnen. Zweitens würde ich sagen, ist es wichtig, nachhaltige Strategien und Praktiken in der Produktion einzuführen, weil die Herstellung von Computing-Komponenten hat einen extrem hohen Energiebedarf. Und als letztes würde ich sagen, dass das End of Life von sehr wichtig ist. Praktiken wie Recycling und Reparatur zum Beispiel führen zu einer Kreislaufwirtschaft und reduzieren den CO2-Fußabdruck eines Produkts über die Zeit. Okay, also verschiedenste Punkte, wo man ansetzen kann, sowohl in der Herstellung als auch in der Wiederverwertung und der Nutzung. Dann würde ich sagen, wir gehen in der dritten Frage noch mal ein bisschen zu dir und deiner Arbeit. An welchem Projekt bist du denn aktuell beteiligt und was ist denn da deine Aufgabe? Also ich arbeite derzeit im Projekt Green ICT at FMD. Ich persönlich im Rahmen dieses Projektes arbeite gemeinsam mit einem Team an der Entwicklung von einer Schüler-App. Und unser oberstes Ziel ist quasi, wichtige Informationen über die Mikroelektronik weiterzugeben und nachhaltige Praktiken auszutauschen, die Jugendliche dann selber umsetzen können. Cool. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch die Zielgruppe, die teilweise noch viel mehr digital unterwegs ist und viele Geräte nutzt als jetzt, sage ich mal, die ältere Generation. Und auf jeden Fall auch ein mega umfangreiches und spannendes Projekt, in dem du da involviert bist. Ja, dann danke ich dir echt herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst und deine Arbeitseinblicke und dein Fachwissen mit uns geteilt hast. Ja, und dann hoffe ich, dass wir noch ganz viel mehr von dir und den Ergebnissen aus der Forschung an der Schüler-App erfahren werden. Ja, vielen Dank, war schön da zu sein. Ja, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.